Alle Figuren in dieser Mozart-Oper erleben einen aufregenden und brisanten, kurzum einen tollen Tag. Der Graf und die Gräfin, Susanna, ihr Kammermädchen und Figaro, der Diener des Grafen. Und der jugendlich schwärmerische, jedem Rock hinterherjagende Cherubino. Dabei geht es doch nur darum, dass Figaro seine Susanna heiraten möchte. Der Graf jedoch setzt alles daran, diese Hochzeit zu verhindern. Und wenn das schon nicht gelingt, sie doch so lange wie möglich hinauszuzögern. Dank einiger schlau eingefädelter Intrigen kann er dem jungen Paar auf dem Weg ins Eheglück immer neue Hürden in den Weg stellen. Doch das Blatt wendet sich, da der Graf auch selbst über die immer zahlreicher werdenden Fallstricke in diesem Intrigengeflecht ins Straucheln gerät. Und die Frauen, allen voran die Gräfin und die mit ihr im Bunde stehende Susanna, die Oberhand gewinnen. Aus dem vermeintlich vordergründigen Lustspiel, aus dieser Opera buffa ein doch realistisches Gesellschaftsbild erwächst, in dem die von Liebesnöten getriebenen Figuren mehr und mehr die Masken fallen lassen, sich ihre Seelen öffnen. Im lodernden Überschwang des Sturm und Drang hatte Mozart seinen Figaro einst niedergeschrieben. Doch nicht die komische Intrige, die skandalträchtige Frivolität des Stoffes waren ausschlaggebend, sondern die natürliche Sprache der Leidenschaften fesselte ihn und trieben ihn an, mit kunstvollen und wunderbaren Ensemble-Szenen sein sicherlich menschlichstes Werk zu schaffen.